Carcassonne von Hans im Glück ist ein pfiffiges Legespiel für 2 bis 5 Personen mit einer Spieldauer von ungefähr 35 Minuten. Zuallererst wird die Startkarte offen in die Tischmitte gelegt. Diese ist an der dunklen Rückseite zu erkennen. Die restlichen Landschaftskarten werden gemischt und in mehreren verdeckten Stapeln am Tisch platziert. Die Wertungstafel findet ebenfalls ihren Platz am Spieltisch. Jeder Spieler erhält dann alle 8 Spielfiguren einer Farbe, stellt eine davon als Zielstein auf das Feld 0 der Wertungstafel und die übrigen Spielsteine bleiben zunächst als Vorrat vor den Spielern liegen. Der jüngste Spieler bestimmt, mit wem das Spiel beginnt. Anschließend wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wer an der Reihe ist, muss als erste Aktion immer eine Landschaftskarte von einem der verdeckten Stapel ziehen und sie den Mitspielern zeigen. Anschließend muss der Spieler diese anlegen. Hierbei muss natürlich darauf geachtet werden, dass eine neue Landschaftskarte immer direkt an bereits ausliegende angelegt wird. Außerdem müssen Straßenabschnitte, Stadtteile und Wiesenstücke fortgesetzt werden. So wäre es nicht möglich. Genauso wenig so. Im nächsten Schritt kann der Spieler nun einen seiner Gefolgsmänner setzen, muss es aber nicht. Hierbei gilt zu beachten, dass man immer nur eine Figur setzen darf und diese aus dem eigenen Vorrat nehmen muss. Außerdem darf diese Figur immer nur auf die soeben gelegte Karte gesetzt werden. Auf den durch die neue Karte verbundenen Straßenabschnitte, Stadtteile oder Wiesenstücke darf kein anderer Gefolgsmann, also auch kein eigener, stehen. Hierbei spielt es keine Rolle, wie weit der andere Gefolgsmann entfernt ist. Die unterschiedlichen Landschaftskarten zeigen unterschiedliche Gebiete an. Eine Spielfigur, die auf einen Straßenabschnitt gestellt wird, ist ein Wegelagerer. Eine Spielfigur, die auf einem Stadtteil abgestellt wird, ist ein Ritter. Eine auf einem Kloster abgestellte Spielfigur ist ein Mönch. Und eine auf einem Wiesenstück abgelegte Spielfigur ist ein Bauer. Viele dieser Landschaftskarten zeigen mehrere Möglichkeiten auf. Wenn man also eine seiner Spielfiguren auf einem Landschaftskärtchen ablegen möchte, muss man sich genau entscheiden, welche Rolle diese einnimmt. Nachdem ein Spieler also eine Landschaftskarte aufgedeckt und angelegt hat und eine mögliche Figur möglicherweise draufgestellt hat, ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Sollte durch das Anlegen einer Karte eine Straße, eine Stadt oder ein Kloster fertiggestellt worden sein, muss jetzt gewertet werden. Für eine fertige Straße erhält jener Spieler, der eine Figur auf dieser stehen hat, so viele Punkte, wie die Straße lang ist, also die Anzahl der Karten. Die hierdurch gewonnenen Punkte werden jetzt sofort auf der Wertungstafel vermerkt. Spieler Blau bekommt 6 Punkte. Die gewertete Figur kommt dann wieder zurück in den Vorrat des Spielers. Eine Stadt gilt dann als fertiggestellt, wenn alle ihre Stadtteile vollständig von einer Stadtmauer umgeben sind. Diese Fläche darf also keine Lücke aufweisen. Für eine fertiggestellte Stadt erhält der Spieler, der in dieser Stadt seinen Ritter stehen hat, 2 Punkte für jeden Stadtteil. Für jedes mögliche Wappen erhält man 2 Extrapunkte. Spieler Gelb erhält hier also 6 Punkte. Die Figur wandert zurück in den Vorrat und der nächste Spieler ist an der Reihe. Ein Kloster gilt dann als fertiggestellt, sobald es von 8 Landschaftskarten umgeben ist. Der Spieler, der einen Mönch im Kloster hat, erhält sofort 9 Punkte. Mehrere zusammenhängende Wiesenstücke werden als Wiese bezeichnet. Diese werden nicht gewertet. Sie dienen nur dazu, Bauern aufzunehmen. Die Besitzer dieser Bauern erhalten erst am Ende des Spiels Punkte. Sobald im Spiel die letzte Landschaftskarte gelegt wurde, ist das Spiel zu Ende. Anschließend geht es zur Schlusswertung.
In der Schlusswertung werden zunächst alle nicht fertigen Straßen, Städte und Kloster gewertet. Für jede dieser erhält deren Besitzer je einen Punkt für jeden Teilabschnitt. Ein Wappen zählt jetzt auch nur einen Punkt. Die entsprechenden Gefolgsleute werden jetzt entfernt. Somit sind jetzt nur noch Bauern auf den Wiesen, die jetzt abgerechnet werden können. Auf jeder Wiese wird der Besitzer ermittelt. Hat nur ein Spieler Bauern auf der Wiese, so ist er der Besitzer. Haben aber mehrere Spieler Bauern auf der Wiese, so ist der Spieler mit den meisten Bauern darauf der Besitzer. Ein Gleichstand wäre Gleichstand. Der Besitzer erhält für jede fertige Stadt, die an dieser Wiese angrenzt, je 3 Punkte. So werden jetzt noch für jede Wiese die angrenzenden fertigen Städte gewertet. Dann ist die Wertung und das Spiel Carcassonne zu Ende. Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen.